Ah, da muss man so lang fliegen und so. Okay, aber warum habe ich da einen Zahn gefunden? Hier war auch irgendwas. Hier ist noch so ein Zahnding. Vielleicht müssen die Zähne da ins Maul. Ah Meine Güte, ja. der sieht aus, als wäre er direkt der Unterwelt entstiegen. Was zum Hades macht er hier? Hallo, ich bin Dr. Ellie. Ich muss mal ihre Zähne anschauen. Das ist aber Karies, du. Das muss er erstmal raushauen. Hier, bitte, Sie bekommen Ersatzzahn. Ja, wunderbar. Der passt richtig gut da rein. Oh, ich werde hier genervt. Entschuldigung. Der andere kommt gleich. Zahnfee, aber andersrum. Ja, ich setze die Zähne wieder ein. Warte. Hier kommt der nächste Zahn. Achtung, Achtung. Hier bitte einmal rein. Oh, hier auf der anderen Seite ist ja auch noch. Oh, also wirklich. Also erstmal kaputt hauen. Karies hier. Und dann nehmen wir den hier wieder mit. Ersatzzahn kommt. Bitte um Geduld. So. Guck mal hier. Der freut sich jetzt auch. Aua. Direkt mal daneben fliegen. So, hier durch. Nein! Oh, es kommt davon, weil ich immer schneller und mal langsamer mache. Vielleicht sollte ich immer langsam fliegen. Geh da jetzt trotzdem immer wieder so durch. Da lang. So. Und dann anzünden. Yay! Mein Gott, das vorhin war kein Zielwasser. Nee, ich glaube auch nicht. Ich glaube auch nicht. Der ismenische Drache war Ares heilig und der Hüter seines Reiches. Starb das Vieh nicht in Theben? Ja, ich erinnere mich, weil er es sonst immer zum Abendessen mitbrachte und dann von einem Moment auf den anderen zischte da nichts mehr. Er brachte seine Leiche zur Goldinsel, um den Verlust zu betrauern. Das klingt nicht wie Ares. Es gibt vieles, das du nicht über ihn weißt. Was ist mit seinen Zähnen? Kadmos, der berühmte Bestienbezwinger, und später Jason, der Argonaut, haben sie ihm ausgeschlagen. Wenn man die Zähne des Drachen in der Erde vergräbt, erwachsen daraus Soldaten. Dentale Kriegsführung! Typhon zog die Soldaten in seinen Bann und erschuf so seine Armee des Bösen. Warum hat Ares nicht gesagt, dass er die Drachenleiche hergebracht hat? Es ist nicht immer einfach, mit dir zu reden. Doch, ich scherze sogar. Mhm. Auf seine Kosten. Ich breche nur das Eis. Mhm. Du erschaffst das Eis. Vergrab doch die Drachenzähne. Vielleicht wachsen dann Worte heran, die deinen Sohn trösten oder ihm helfen, eine Stadt zu gründen. So wie die Spartoi Kadmos halfen, Theben zu gründen. Und dort, in den Fängen der einst mächtigen Schlange, war das Kriegsinstrument des Ares. Es ist immer da, wo man zuletzt sucht. Was? Gut. Ich habe Ares Salpings und Typhons Tributmelodie. Jetzt kann ich die Festung öffnen. Ja, aber ich glaube, ich würde den da auch gerne noch umnatzen. Wenn wir schon mal hier sind. Ich weiß nicht, was er mir gibt. Aber ich muss auch hier runter.
Hey, 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 hey. Bitte keine Steine werfen. Boah, bist du hässlich. Der kam mir ein bisschen zu nahe, du, muss ich gestehen. Ich meine, also die finde ich auch sowieso nicht so. Oh nein, ich hab's gemacht. Bin ausgewichen. Der Arme, der kann doch nichts dafür, was seine Eltern ihm an Genen mitgegeben haben. Ja, aber der war schon ein bisschen gruselig gerade, wo der so nah dran war. Der war gerade schon ein bisschen gruselig. War ein bisschen zu nah dran. Ein bisschen auf Abstand, wäre schon ganz nett. Aber hier gibt's gar nichts, ne? Hier gibt's gar nichts Interessantes oder so. Einfach nur wahrscheinlich sein Loot. Zumindest sehe ich hier nichts. Weißt du, der dachte sich wahrscheinlich, er schillt hier einfach nur ein bisschen. Und dann komme ich vorbei. Und dann hau ich den einfach. Und der denkt sich so, warum? Ich saß doch hier nur. Ich habe meine Steinchen gezählt. Ein bisschen im Wasser geplanscht, weißt du, was kommt. Da kommt einfach so eine böse Ellie einfach vorbei. Und haut den einfach. Schießt ihn einfach so einen Pfeil in den Kopf. Also ich meine, ich wäre da wahrscheinlich auch sauer. Oh. Oh, was ist das hier? Das warst du, als du den Hinweis gesucht hast, oder, Phosphor? Oh nein, jetzt bin ich auch so da reingerannt. Nein. Die hohle Schönheit der Gewalt ist der güldene Griff an einer Messerklinge. Das kenne ich irgendwoher. Die armen Häuser dieser Menschen. Halte mich ruhig für schwach. Aber immerhin versuche ich nicht nur für meinen Stolz zu leben. Und was ist mit dir? Ah, ich bin aus Versehen hier in den Questbereich von in dem hier reingerannt. Hupsala. Ja gut, dann können wir das jetzt auch noch machen, wenn wir schon mal hier sind. Ich wollte eigentlich erst alles von Ares machen, aber jetzt sind wir schon mal hier, ne? Jetzt bin ich da. Ich wollte eigentlich nur wissen, was das hier ist. Der Turm? Welcher Turm? Der Turm da. Aber der war ja vorher schon. Da war eigentlich nichts Besonderes. Trotzdem muss ich ihn ja nicht hässlich nennen. Erinnere ihn nur an die Epidemie. Das Lutistissing und so. Der wollte ein bisschen zu nah rankommen. Vielleicht hatte der das auch nicht mitbekommen mit dem Social Distancing oder so. Name der Liebe klingt nach Aphrodite. Kann gut sein. War hier nicht auch irgendwo noch was zum Anzünden? Ah, da. Okay. Okay. Rot doch mal mit, ne? Wie? Jetzt hier hoch.
So, Dankeschön. Und wo muss der hin? Nirgendwo. Kann das einfach nehmen. Hä? Ein Hinweis. Warum muss ich denn bei... Wo wilde Bären leben, lagern König Kokalos Reichtümer und warten darauf, in Tempel und Gärten verwoben zu werden. Erwärmt vom Blut meines Herzens und den feurigen Quellen meiner Tränen. Sprich laut, mein Liebling, wenn du den Schlüssel drehst und du kannst meine Schatzkammer betreten. Okay. Das war gerade komisch. Ich frag mich gerade halt, warum ich beide runterholen konnte hiervon. Obwohl ich eigentlich nur den einen gebraucht habe. Ich dachte, ich muss beide machen. Warum ist da noch ein kleiner? Ja, alles verwirrend. Ist hier noch irgendwas? Habe ich irgendwas übersehen? Das Spiel verwirrt mich. Oh, nö, hier ist auch nur sonst nichts weiter. Da ist noch irgendwas. Da ist auch nichts drüber. Ja, das ist ja komisch. Eventuell um die Laser zu brocken, zu blockieren, damit man die in den großen reinschieben kann. Wenn man die Fähigkeit des Tranks noch nicht hatte. Oh! Oh, true! Ich dachte gerade so, hey, ich kann ihn doch einfach hochheben. Warum habe ich zwei? Aber stimmt, das kann man ja gar nicht von Anfang an. Du hast recht. Du hast recht. Das kann man ja gar nicht von Anfang an. Das habe ich komplett ignoriert. Und hallo Chris. Guten Morgen. Ich weiß nicht, wie lange du schon wach bist, aber ja. Seit 5 Minuten. Okay, also guten Morgen. Das ist ja jetzt auch nicht viel, viel besser geworden als gestern, ne? Gestern war es auch so 16 Uhr und 15 Uhr. Chris, wie war das mit dem Schlafen gehen? Da unten waren wir schon. Dann gehen wir direkt vom Ambrosia weg. Warte mal. Rückzug. Alles gut, ich tue euch nichts. Lalalalalala. Er hat nicht funktioniert. Ach, Chris. Irgendwo? Irgendwo hier soll Ambrosia sein. Ach, wahrscheinlich da oben drauf, ne? Hui. Was? Und Anja schreibt mir genau das Spiel. Und meiner mit Powerwash Simulator? Aber verstehe nicht ganz, was sie möchte. Ich verstehe auch nicht, was du gerade möchtest. Ich bin sehr verwirrt. Ach nee, da unten ist es. Ich dachte, ich muss da hoch. Ich habe versucht, Spiele auf meinem PC zum Laufen zu bringen, aber hat nicht funktioniert. Oh, Chris, du brauchst echt eine Capture Card. Das gibt auch schon günstige, ne? Günstige No-Name-Dinger.
Muss nicht der teurere sein. Gibt auch welche für 30, 40 Euro teilweise. Die auch nicht verkehrt sind. So, da unten ist nochmal eine Truhe. Die machen wir jetzt aber nicht. Wir gehen mal, glaube ich, weiter zur Geschichte. Aber dann gebe ich ja auch wieder Geld für Konsolensachen aus. Ja, aber du wolltest ja sowieso eine Capture-Card dir besorgen, oder nicht? So. Und ich sag mal so, eine günstige reicht halt teilweise auch für das, was du machen möchtest. Und dann könntest du zumindest ein paar Sachen auch über Konsole spielen. Ich bin gerade aufgewacht, meine Gedanken liegen noch irgendwo rum. Ah, fühle ich. Passiert mir auch gerne. Dass man wach und dann wollen Leute von irgendwas und so, hä? Muss erst mal hochfahren, bleib mal ruhig. Wer macht. Was? Habt ihr das doch auch gehört, oder? Ah, hier. Aua. Moment. Er ist ein Geist. Das ist schlecht. Ich dachte gerade so, hey, wer geht denn hier? Aber... Das waren hier Günther und Manfred wandert. Und gut, dass er sich gerade selber ausgenockt hat. Also, hä, ich höre irgendwelche komischen Stimmen. Bitte, begrab mit Achilleus auf unserer Seite, gewinnen wir. Was? Moment. Bitte begrab und irgendwas mit Achilleus auf einmal, okay. Oh, das ist schlecht. Ich hab den Geist von Achilleus habe ich umgenatzt. Eigentlich. Boah, das sind ja alles, das sehe ich ja jetzt erst, das sind alles so große Dingsies. Heile. Bock. Reiß dich zusammen, Bär. Du bist nicht bereit. Geh nach Hause. Du Bittchen. Ares? Psst. Willst du, dass ich geschnappt werde? Hier gibt es keine Deckung. Aber das ist deine Festung. Ich bin nicht mehr der Hahn im Korb. Schon vergessen? Du wirst wieder über die Festung herrschen, wenn wir deine Essenz haben. Die Götter werden vor Freude jubeln, wenn das passiert. Aphrodite ist mit Hephaistos verheiratet, dem alten Spinner. Ich meine, ich habe gehört, er malt neuerdings. Und Zeus hasst mich. Stimmt nicht. Ich bevorzuge nur Athenas Kampfkunst, Führungsstil und Reife und Apollons Musik. Oh mein Gott, ich bin wie mein Vater. Ares, sieh dich an. Das ist dein wahres Ich. Dich interessiert nicht, was andere denken. Du handelst. Du vernichtest ganze Städte, wenn es nicht nach deinem Willen geht.
Du beschützt deine Leute und deine Familie auf Kosten aller anderen. Du bist ein Arsch. Und du warst immer einer meiner Lieblinge. Ich zweifle an deinem Geschmack. Lass uns dieses Tor öffnen. Kommst du mit? Da rein? Du machst Witze. Wenn mein altes Ich eines richtig gemacht hat, dann diese Festung zu sichern. Sie ist undurchdringlich. Alles klar, dann finde ich das Fährtengerät und komme zurück. Pass auf dich auf. Befolge deinen eigenen Rat. Typhons Schergen werden überall sein. Hier, ein weiterer Segen, Phoenix. Für den Fall, dass es dir wider Erwarten doch gelingen sollte. Viel Glück. Ich drücke dir die Flügel. Neus, der zweite Segen. Diesen Ares kenne ich gar nicht. Vielleicht habe ich ihm Unrecht getan. Der große und mächtige Zeus? Niemals. Das ist auch sehr merkwürdig, dass Zeus gerade so einsichtig wird. Interessant, interessant. Was, Gok? Co? Nein, nein, nicht mit CO. Nein, nein, Bock, Bock. Wir müssen jetzt da runter, ne? Da gibt's aber auch noch eine Truhe. Öffne ich die Tore zur Fessel. Hier gibt's so viel zu entdecken. Moment, Zeus, sein Vater, war grausam as fuck. Naja, er hat ja gesagt gehabt, er ist nicht besser als sein Vater. Hat er ja gerade gesagt, oder nicht? Habe ich das selber falsch verstanden? Open World ist fies. Oh ja. Ich will am liebsten überall hin und mir alles angucken. Was ist das hier? Oh. Hört sich an, als ob jemand ganz stark Verdauungsprobleme hatte. Ja, nun. Sieht vertrauenswürdig aus, auch mit den Leuten da vorne direkt. Und Hallöchen, White Chi. Oh, und einem Ellie macht Hühnchengeräusche. Ja, boah. Macht das ja nur, damit sich Ares nicht so alleine fühlt. Oh Gott, Fluffy McFluff, lass das aus. Gehen wir einmal weg. So. Okay. Okay, es gibt hier ein bisschen Stuff zu tun. Oh Gott, da oben. Da oben ist Ambrosia. Aber da kommen wir irgendwie noch. Irgendwie noch mal hin. Das Gefühl, ich sollte da nicht rein. Ares bettelt förmlich darum, ausgeraubt zu werden. So viel Kriegsbeute, wie er hier bunkert. Soll das eine Rechtfertigung sein für all das Zeug, das du ihm gestohlen hast? Das war die Entschädigung dafür, dass ich ihn großziehen musste. Oh Gott.
Kann ich hier an der Wand hochklettern? Kann ich. Okay. Die Entschädigung, dass er das Kind großziehen musste. Ja, nun. Ja, Leute, ich hoffe, ihr habt eure Eltern auch immer schön entschädigt, dass sie euch großziehen mussten. Oh, Mann. Oh, hier kann ich mal kurz Pause machen. Ist gut. Ist gut. Geh weiter, Phoenix. Los. Kletter. Wir müssen da hoch. Natürlich mit Macaroni-Bildern. Die wurden bestimmt dann für 300 Euro das Stück auf eBay verkauft. Warte, jetzt geht's wieder weg. Okay, das ist jetzt nicht der Schatz. Meter nach da. Aber hier ist nichts. Mal. Lauf mal hier kurz rum. Und vielleicht ist das hier auf der anderen Seite. Was zeigt wieder ein Stück runter? Was ist los? Phoenix! Aha! Die ist echt so ein kleines Kletteräffchen. Hält sich auch immer überall da fest, wo sie sich nicht festhalten soll. Und wenn sie sich festhalten soll, lässt sie los. Und da oben ist das Ambrosia. Okay, dann müssen wir noch höher. Woran siehst du, dass da was war? Hier oben, ganz oben am Bild ist ein Kompass. Und ich habe Sachen markiert. Und wenn dann Pfeil hoch oder runter ist, dann heißt es halt, dass sie entweder weiter drüber oder weiter drunter sind. Und wenn da kein Pfeil dran ist, dann bin ich auf der richtigen Höhe. Hier zum Beispiel bei dem Ambrosia. Da siehst du 72 Meter und ein kleiner Pfeil nach oben, dass ich eigentlich noch ein Stück höher muss. Das sind halt Sachen, die habe ich halt markiert quasi. Aber sie will hier nicht weiter höher. Das ist nicht gut. Warte mal. So, dachte, du hast eine Karte, die ich nicht sehe. Naja, ihr seht alles. Also, ihr seht immer genau das, was ich auch sehe. Das ist, glaube ich, der Sinn und Zweck am Stream, oder? Oh, das wollte ich gar nicht. Jetzt mache ich erstmal dunkel. Erstmal Nacht machen. Nee, hier. Das hier ist die Karte. Aber wenn ich die aufmache, dann seht ihr das natürlich auch, ne? Hinter deinem Kopf? Nee. Ich denke, man erkennt aber auch, dass das keine Karte ist, was hinter mir ist. Oh, wo bin ich denn jetzt hier hin? Huch. Hoppala. Da sind nur die Tränke. Deswegen habe ich mich ja da hingesetzt, weil ich finde, dass man die Leiste hier, wenn ich hier das hier mache mit den Attacken, dass das wichtiger ist, als wenn man sieht, wie viele Tränke ich noch habe. Ellie wurde weggebeamt, ja. Einfach weg. Zack, weg war ich. Ellie hat Teleport gelernt, ja, aber da war ich auf einmal ganz weg.
Es kommt immer, wenn ich im normalen Pausenbildschirm bin und nicht in dem fürs Gaming halt hier. So, wir müssen jetzt noch da. Was sind denn das hier für frische Pferde? Ich glaube, ich will hier aber am Tag durchgehen. Ich muss das nochmal umdings. Und ich habe außerdem vorhin die falsche Taste gedrückt. Ja, genau. Also, ich habe echt gelernt gehabt, mit dem Kompass hier quasi umzugehen. Ich bin immer noch Fan von normalen Karten, weil ich damit deutlich besser klarkomme. Aber das mit dem Kompass kriege ich auch mittlerweile einigermaßen hin. Dann gehen wir mal darüber. Oh, hier gibt es ganz viele Rätsel. Einfach die ignorieren. Aber was ist da drin? Verdammt. Ich würde halt auch schon gerne wissen, was da überall ist. Aber es ist halt auch so zeitintensiv alles. Und ansonsten bleibe ich halt echt jede 2 Meter stehen, ne? Weil du halt ja auch hier alle 2 Meter was entdecken kannst, also. So, betritt Ares Schatzkammer, indem du die Mechanismen der Festung aktivierst. 0 von 2, okay. Da oben ist offen. Das heißt, ich glaube, ich muss da rein. Da, wo es offen ist. Hoffentlich ist mein Internet hier stabil. Oh, ich drücke dir die Daumen, Leon. Ansonsten Quali ein bisschen von Twitch runterschrauben. Hilft ja auch meistens. So? Nee, hier ist nur Essen? Echt jetzt? Ah. Soll ich das kaputt machen? Auch nicht. Oh. Das ist jetzt irgendwie enttäuschend. Das war jetzt irgendwie wirklich enttäuschend. Oh. Ich dachte, da wäre was gewesen. Oh, da unten. Je nach Höhe wahrscheinlich, oder? Dann kommen da Laser raus. Oh, I see. Von klein nach groß? Nein. Ist hier wieder irgendwie so ein Hinweis, den ich nicht sehe? Vielleicht nur die, die brennen? Also der und der? Okay. Ist irgendwie auch nicht richtig. Da hinten ist noch ein Schalter, aber der ist es auch nicht. Hier ist ein Schalter. Lass mich mal kurz gucken. Oh, die Laser zeigen mir, wie ich lang muss, oder? Oder muss ich die einfach nur aktivieren? Ach nee, warte, mit dem muss ich starten. Oh Gott, I see. Okay. Mit dem starte ich. Achso, dann würde ich das nur zu oder aufmachen. Okay. Der Laser zeigt jetzt nach da. Das heißt, ich muss erst zu dem hin. Warte, lass mich hier kurz einmal lang. Und Hallöchen, Herr WLIF. Na du? Ich hoffe, du hattest ein wundervolles Wochenende.
Oha. Der ist aber... Der ist aber schon fies. Passt schon. Passt schon, alles gut. Ich hätte da wahrscheinlich erst einen Stein oder sowas rausziehen müssen. Ist aber okay. Ist okay. Bisschen Damage fressen ist jetzt auch nicht so schlimm. Alternative Lösungswege, Leute. Muss man nicht alles so machen, wie das Spiel von einem will. So. Man kann auch einfach ein bisschen Damage boosten. Oder unsichtbar sein. Orca, hast du mir wieder Tipps gegeben, die ich noch nicht kenne und noch nicht wusste? So, den machen wir an. Die eine Mine brennt jetzt. Ja, hast du doch schon mal gemacht, Ellie? Nee, nicht, dass ich wüsste. Oder nicht, dass ich es noch weiß. Glaube nicht. Ich bin mir jetzt echt nicht sicher, aber nicht, dass ich das jetzt irgendwie wüsste, dass ich das aktiv gemacht hätte. Es hat aber auch immer ein bisschen her zwischen Phoenix und wir spielen ja auch andere Spiele. Deswegen vergesse ich auch gerne mal Mechaniken, aber ich kann mich echt nicht daran erinnern, dass ich unsichtbar durch diese Laser gegangen bin. Kann mich da echt nicht dran erinnern. Vielleicht ist mir das aus Versehen passiert. Oder so. Ich weiß es halt echt nicht. Wenn die Laser dann noch aktiv, dann kann ich das ja mal ausprobieren. Dann hast du es nicht bemerkt. Du bist unsichtbar durch Laser gelaufen. Vor zwei Streams, glaube. Echt? Sind die noch an, die Laser? Nee, oder doch? Orca verarscht mich. Von wegen unsichtbar da durchlaufen. Ich bin gerade fast gestorben deswegen. Unsichtbar? Ja. Aua. Aua. Das funktioniert nicht. Orca, das geht nicht. Unsichtbar? It's a me, it's a unsichtbar? Laser, aua. Nee. Laser machen aua, auch wenn ich unsichtbar bin. Das hier wollte ich gerade sagen, so, hä? Deswegen sage ich also nicht, dass ich wüsste, dass ich sowas kann oder konnte oder gemacht hatte. Mich halluziniert oder... Vielleicht? Ich weiß es nicht, aber es geht nicht. Wir haben es jetzt gerade ausprobiert. Ich habe ein paar Heiltränke deswegen jetzt gefressen. Aber nee, es geht nicht. Funktioniert nicht. So, haben wir das aber jetzt auch abgehakt? Wir wissen jetzt, es funktioniert nicht. Unsichtbar durch Laser funktioniert nicht. So, das ist nur Wasser. Da gibt es ein Gewölbe und wir haben dann noch das hier. Vielleicht funktioniert das auch nur an bestimmten Stellen. Aber es sind ja auch immer dieselben Laser eigentlich. Oh, wer seid ihr denn? Unter. Da.
Oh, wie gefliegt. So, geh weg. Wir müssen uns auch eigentlich mal wieder aufwerten. Aber ich glaube, das machen wir dann, wenn wir hier durch sind. Eure Welt hat meine Perfektion nicht verdient. So, doch, wo ist denn der große hin? Ich bin großzügig. Ach, Typhon. Ich bin hier gerade am Dinge tun. Menno, ich mag auch Phoenix spielen. Ah, das ist halt echt blöd, dass das bei dir nicht geht. Und ich meine, jetzt extra neu kaufen ist halt auch blöd. Wäre halt im Steam Sale ganz okay gewesen, ne? Weil da hat es halt nur 10 Euro oder so gekostet. Aber der ist ja jetzt vorbei. Aber da hätte man sich vielleicht überlegen können, ob du das dann nochmal neu kaufst. Aber es ist ja eigentlich dasselbe, oder? Warum kannst du es nicht mehr spielen? Bei Orca ist irgendwie der Spielstand verbuggt. Orca kann halt keinen neuen Save machen und es auch nicht laden. Da geht gar nichts mehr. Auch mit mehrmals neu installieren und sowas funktioniert einfach nicht. Auch schon den Support angeschrieben. Oh, Orca. Auf die Wortwahl achten und so. Das kann sonst gerade im Internet auch von anderen Leuten falsch verstanden werden. So, ne? Habe es ja auf Steam gekauft. Ach so, als es runtergesetzt war. Und habe auch das Cloud-Ding ausgeschaltet, aber hat dennoch den Spielstand geladen und stürzt immer beim Start ab. Weiß nicht, was ich machen soll. Hast du bei Steam mal geschaut gehabt, ob du die Spieldaten dass du die mal überprüfst und schaust, ob da Fehler sind. Weil dann überprüft er einfach alle Spieldaten nochmal, die du installiert hast. Und manchmal sind da kleine Fehlerchen, die behebt er dann. Nicht das andere ist da. Ansonsten den Immortal Phoenix Ordner mal komplett löschen. Der ist dann bei Programme, dann irgendwie Steam-Kommern und dann müssten da die Spieleordner sein, dass du den mal komplett rauslöscht. Also bis auf die letzte Datei quasi, dass der einfach mal komplett weggelöscht wird. Sogar deinstalliert. Ja, bei deinstallieren bleibt halt der Ordner meistens noch übrig. So.
hier wieder runter? Okay. Hey, du! Halt! Oh, das ist der Typ, der mir das letztens geklaut hat, ne? Ich meine, ich kann die auch von hier aus treffen. Das jetzt so geplant vom Spiel ist, glaube nicht. Aber es geht. Oh. Ich kümmere mich schon mal einfach ein bisschen um ein paar Gegner. Okay, das ist noch zu. Oh, da ist ja noch einer. Da muss was Schweres drauf und da was Leichtes. Okay. Ich wollte nicht so streng zu Ares sein. Es war doch alles nur ein großer Spaß. Nun ja, vielleicht hat er das ein bisschen anders wahrgenommen als du. Er hat gesehen, dass ich gelächelt habe. Und hat er zurückgelächelt? Spielt das eine Rolle? Du bist ja ein Vater. Oh je. Ich weiß. Das macht es ja alles so verwirrend. So, es ist immer noch so wie so ein Kind manchmal, ey. Ah, okay, warte mal. Ich habe hier ein Problem. Funktioniert nicht so. Nuckelt nicht. Und noch den neuesten Stand bei Windows 10. Auch Grafikkartentreiber und so alle aktuell wahrscheinlich, ne? Oh, defragmentieren bei einer SSD ist nicht empfehlenswert und wird auch nicht gebraucht. Also wie gesagt, mein Tipp wäre echt nur gewesen gehabt, wirklich bei Steam in den Ordner zu gehen und da wirklich den Ordner von Phoenix einfach rauszulöschen. Meistens liegen diese Programme auch im Dokumente-Ordner. Ich bin aber nicht hundertprozentig sicher. Oder bei deinem Benutzer manchmal noch Speicherdaten etc. an. Dass das halt alles raus ist, ne? Dass das alles weg muss. Und dass das dann nochmal halt neu versuchst. Also alles rauslöschen, am besten PC nochmal neu starten. Und was weiß ich, auch den Papierkorb und so alles einmal weg damit. Und dass du dann halt schaust, ob es dann eventuell geht. Nein! Komm her! Und fallen lassen. Was hat mir das jetzt gebracht? Weil ich meine, ich komme da ja nicht durch. Und der füllt alles aus.
Okay. Was macht er hier vielleicht was auf der Seite? Oh, es kann sein, dass der hier vielleicht was gemacht hat. Ach nee, die müssen beide wahrscheinlich, ne? Oder? Ja. Wir beide sind der Schlüssel. Und dann kann ich den hier klauen. Und das hier einfach wieder aufmachen. Ah. Jetzt ist die Frage, kriege ich den nach da oben? Geht? Hörer? Scheint geklappt zu haben. Ich höre komische Monstergeräusche. Die Welt erbebt. Ihr braucht mich. Ja, das ist nicht mal Wurfarme, ja, ne? So, aber die Dinger habe ich trotzdem noch nicht aktiviert. Okay. Achso, da oben ist ein Schalter. So, einer ist aktiviert und der andere ist wahrscheinlich auf der anderen Seite einfach nur. Zwölf Stück. Ja, hier wahrscheinlich denn da drin. Das sind ja die, die ich schon abgeschossen habe. Zumindest ein paar. Ah, guck mal. Da sind auch noch Freunde. Hallo? Darf ich mich da einmal bitte draufstellen? Dankeschön. Ich habe sogar extra einen Ubisoft-Account gemacht, aber da gibt es das Besitzproblem. Aber du kannst doch... Also normalerweise kann man die Accounts miteinander verknüpfen. Dann sollte das eigentlich funktionieren. Okay, hier sind so Laser. Hier kommen auch wieder Laser raus. Und ich muss mich hier hinstellen. Okay. Das ist jetzt halt die Frage, wo muss ich denn hin? Ist da oben was? Hallo? Aber hier brennt doch schon alles. Ist hier nichts, was jetzt nicht brennt. Auch nicht, ob ich das so hätte machen sollen. Aber jetzt bräuchte ich den da unten. Also bräuchte ich den doch. Aber ich brauche doch noch einen zweiten. So. Ich weiß nicht, ob das Verknüpfen dann nicht auch den Cloud-Speicher nimmt.
Oh, das kann ich dir auch nicht sagen. Ich spiele halt auch mit meinem Ubisoft-Account, aber halt auf der Xbox. Also mein Account ist ja auch mit Ubisoft verknüpft. Ja, von der Xbox und so. Was mache ich an und aus damit? Oh Gott, nein. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Ich glaube, irgendwo sind jetzt Laser angegangen. Aber nicht hier. Ah. Ach, deswegen war der da drauf. Ah. Ach so. Kann ich den da nochmal draufpacken? Oh Gott. Ah, nicht so tief. Zu tief. Okay, jetzt sind die Laser hier aus. Dann kann ich das hier kaputt machen. Jetzt klaue ich mir das und jetzt gehen die Laser an. Okay. Und dann klaue ich mir die wieder. Und wenn ich den unteren dann auch noch mitnehme... Dann gehen nämlich die Laser hier wahrscheinlich an. Die hier überall da sind. Aber das ist ja auch nicht so das Problem, hoffe ich. Ich mache nämlich den auch einfach da. Komm, komm schon, komm schon. Yeet. Bitte oben bleiben. Ich finde auch gut, dass das da hinten halt gar nicht juckt, ne, dass ich hier bin und irgendwelche Sachen mache. Ich habe jetzt mal mit meinem IO-Bit ins Uninstaller alles mit deinstalliert. Ich starte mal meinen PC neu, bin gleich wieder da. Oder besser, ich schreibe mal auf dem Tablet. Mach das. Neustart. Ja, mach das. Alles ganz in Ruhe. Rennt ja nicht weg. So, jetzt haben wir hier unsere beiden Würfelchen. Ich weiß echt nicht, wofür für das da gewesen wäre. So, drücken. Jetzt ist es auf. Warum ist das jetzt auf? Verdammt.
Also wofür habe ich das jetzt aufgemacht? Das ganze Rätsel verwirrt mich. Sehr doll. Hier ist ja auch sonst nichts weiter jetzt, oder? Also nichts, was ich jetzt sehen würde. Außer, dass ich jetzt hier links und rechts durchkomme. Oder muss ich jetzt doch das hier machen? Aber das macht halt einfach nur das Tor auf und zu und da bin ich ja eben auch so durchgekommen. Hä? Ich meine, ich kann doch da einfach rumfliegen. Warum soll ich das auf und zu machen? Hier, ich kann einfach den machen. Den verstehe ich das gerade nicht. Und ich habe doch jetzt ja alles gemacht. Hier auch nichts, was ich irgendwie noch anzünden müsste. Weil jetzt ist halt einfach nur diese Tür hier aufgegangen. Weil hier, das war ja vorher rot. Ich habe den Schalter nur nicht gesehen. Okay. Haben wir das auch geklärt? Ich habe nur den Schalter nicht gesehen. Ich musste nichts mehr rätseln. Alles klar. Okay. Das Rätsel macht ja viel Sinn, macht ja viel Sinn, es öffnet den Weg nach üben, den man auch so durch Klettern erreicht. Ja, also ich weiß nicht und vor allem, du musst ja dann da drauf stehen bleiben und ich denke mal, man könnte da so einen Stein hinpacken, wenn man einen mitgenommen hat. Und hätte den da hinpacken können, damit es nicht ganz wieder runtergeht, durchkriechen oder so. Aber ich kann doch da einfach lang fliegen. Irgendwie war das merkwürdig. So, aber jetzt geht's auf in die Schatzkammer. Irgendwas nicht. Bin wieder da. Willkommen zurück, Rita. Boah, ich sehe schon, wir sind bei 4 Stunden. Das heißt, der Bot meckert mich wahrscheinlich gleich wieder an, dass Pipi-Pause ist, oder? Ich bin, glaube ich, bisher auch nur eine Pipi... Oder hat der schon rumgemeckert? Ich hatte auch schon rumgemeckert und ich habe ihn einfach wieder übersehen. Dem bin ich sicher. Ich hatte auch irgendwann schon mal rumgemeckert gehabt. Froschkaffee. Was ist das? Um 14.58 Uhr hat er gefragt gehabt, Zeit für eine Pause. Haben wir da Pause gemacht? Ich glaube nicht. Nee, der hat nämlich nicht gesagt gehabt, hey, ihr verpasst nichts. Oder das sage ich ja immer. Warte. Ich bin verwirrt. Weiß nicht, ob wir eine Pause gemacht haben oder nicht. Ich
bin sehr verwirrt. Hat er also Pause gemacht, hat es. Ah. Okay. Weil ich möchte mir eigentlich auch gleich noch mal was Neues zu trinken holen. Noch mal kurz aufstehen, bevor wir da in die Schatzkammer gehen. Wenn das für euch okay ist. Und dann machen wir die Schatzkammer und sowas noch. Und warte, die ist noch weiter unten. Weiter. Also ich. Weiter unten. Erstmal unsichtbar werden. Hier ist die Schatzkammer wahrscheinlich einfach. Nee. Sag mir das doch weiter hoch, aber dann wieder runter, aber dann wieder hoch und das ist verwirrend. Jetzt sagt er, das hier ist die richtige Höhe. Warte mal. Machen wir es einfach. Mal auf die Karte. Ja, ich soll da halt irgendwie rein. Also jetzt heißt es 3+ Stunden warten. Boah, okay, das ist ein bisschen. Das hier geht auch nicht auf. Vielleicht muss ich auch an sich runter. Aber das hier, das war ja... Nee, das ging ja nicht auf. Irgendwie muss man doch hier in die Schatzkammer kommen. Hallo Mama, Tür auf! Ares! Ares, wie macht man denn hier auf? Wahrscheinlich einfach hier vorne durch, oder? Haupteingang? Oder auch nicht? Hier, warte, hier waren die Rätsel, aber es ist doch schon richtig, theoretisch. Irgendwie, ja, doch, ja, ja. Okay, dann gucken wir uns das hier gleich weiter an. Dann gucken wir uns das gleich weiter an, aber ich mache einmal eine ganz, ganz kurze Pause. Dann hole ich mir nämlich erst noch mal was Neues zu trinken. Und dann bin ich gleich wieder da. Und dann werden wir da nicht zwischendrin irgendwie unterbrochen, wenn wir uns da in die Schatzkammer begeben und so. Und ja, dann was gleich.